Hause ihrer wohlhabenden Eltern tötete eine 26-Jährige ihr 10 Tage altes Kind. Über die näheren Umstände ist nichts bekannt. Man nimmt an, dass die Tat unter Sinnesverwirrung vollzogen wurde. Für mich ist nichts selbstverständlich. Ich beobachte, wie es die anderen machen. Es ist meine einzige Chance, alles nachzuahmen. Sonst würde ich nicht existieren. Manchmal passiert es mir, dass ich in ein Geschäft gehe und auf die Frage der Verkäuferin keine Antwort weiß. Dann bekomme ich fürchterliche Angst und laufe hinaus. Es kommt vor, dass ich mit geschlossenen Augen dahin gehe und so tue, als würde ich nichts verstehen, als wäre ich eine Ausländerin. Aber wenn es dann darauf ankommt, versage ich. Die geringste Kleinigkeit wirft mich um. Und nachher denke ich stundenlang darüber nach, was ich alles falsch gemacht habe. Ich meine, er löst sich einfach auf. Meine Arme werden leicht und mein Gesicht verdoppelt und verdreifacht sich. Ich habe das Gefühl, als würde sich alles lösen. Meine Arme von meinen Schultern, mein Bauch von meinem Körper. Angeklagte, ja, stehen Sie auf. Das Gericht erhebt gegen Sie die Anklage, Sie hätten gegen Ihre 10 Tage alte Tochter durch gewalttätige Handlungen wie Würgen und Ertränken so gehandelt, dass daraus der Tod erfolgte. Sie hätten dadurch das Verbrechen des Mordes begangen und seien wegen dieser Tat zu bestrafen. Angeklagte, fühlen Sie sich schuldig? Ich habe meine Tochter gebadet. Dann habe ich zugedrückt. Am Hals. Ich habe sie lange unter das Wasser gehalten. Dann ist sie hochgekommen und hat ausgesehen wie eine Puppe. Nach dem Essen setzte ich mich ans Klavier und begann mit dem Üben. Nach 1-2 Stunden bekam ich Krämpfe in den Fingern. Mir war eiskalt. Ich zog Vaters Ärztebuch hervor und begann zu onanieren. Meine Mutter? O du Fröhliche, o du Selige, Gnaden bringen. Ich bin oft stundenlang vor dem Klavier gesessen, ohne mich zu rühren. Am späten Nachmittag kam Vater nach Hause. Liebling? Du spielst wunderbar.
Warum bist du von zu Hause weggegangen? In eine fremde Wohnung zu einem fremden Menschen? Ich habe mir entsetzliche Sorgen um dich gemacht, mein Kind, und dich überall gesucht. Und es war alles falsch. Alles, was du mir gesagt hast. Auf der Straße hat das nicht mehr gestimmt. Und auf der Akademie... Da fanden sie mich alle komisch. Weißt du, wie sie mich genannt haben? Die Auserwählte. Seit ich von zu Hause weg bin, gehe ich nicht mehr auf die Akademie. Ich bin den ganzen Tag in der Wohnung meines Freundes und richte alles her, was er braucht. Mein Freund hat mich immer getröstet. Er wirkte so sicher und klug, als könnte ihn nichts erschüttern. Ich hatte immer das Gefühl... Er kennt sich im Leben aus. Er wird schon wissen, was für mich gut ist. Am Anfang hat sie alles getan, was ich wollte. Es war direkt unheimlich. Man hatte das Gefühl, dass sie ständig aufpasste, keinen Fehler zu machen. Auch im Bett. Bis mir aufgefallen ist, dass sie alles nur spielt. Das ist nicht wahr. Du musst mir Zeit lassen. Bei einer Frau geht das eben nicht so schnell. Es ist doch auch schön, wenn du zufrieden bist. Was du willst. Ich habe alles an dir gern. Sag doch endlich einmal, was du willst. Ich habe alles an dir gern. Was du willst. An dir gern. Was du an willst. An dir gern. Was du an willst. An dir gern. Was du an willst. An dir gern. Du willst. An dir. Du willst. An dir. Du willst. An dir. Du willst. An dir. Wann haben Sie eigentlich das erste Mal daran gedacht, Ihr Kind zu töten? In meinem Kopf. Sie wissen, wie in einem weißen, kahlen Zimmer, das mit Farbe vollgespritzt ist. Ich versuche... Die Farbe mit den Fingernägeln herunterzukratzen. Aber die Nägel sind stumpf und es tut mir weh. Wenn ich schreie, spritzen immer neue Farben an die Wände. Wenn ich aufhöre, werden die Farben noch härter. Die Worte explodieren, jede Bewegung zerspringt. Ich habe das Gefühl, als würde ich überhaupt nicht leben. Das mit dem Kind, habe ich gedacht, das wird die Lösung sein. Da hat sie dann eine Aufgabe, ist beschäftigt und grübelt weniger über sich nach. Mein Körper schloss sich auf in 1000 blutende Wunden. Meine Hände zogen das Fleisch auseinander und die Luft brach ein, wie der Atem nach einer Ohnmacht. Die Adern füllten sich. Die Worte explodierten, mein Bauch war die Welt und mein Körper stürzte auf sie. Sie drücken ihre brennenden Zigarren in den Froschbauch und... Weißt du, wie irrsinnig ich mich auf unser Kind freue? Ich kann dir gar nicht sagen. Wie? Es ist unser Kind, mein Sohn, mein Sohn. Ja, 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 ja. Woher meine Launen kommen? Wie ich glücklich werde. Warum ich unglücklich bin. Warum ich das Kind will. Und warum ich es nicht will.
sein, was ich sein möchte. Was möchte ich sein? Irgendetwas muss mich ausfüllen, festhalten, verbergen. Ich möchte wissen, was ich gerne habe. Ich möchte... Wenn mein Kind auf die Welt kommt, werde ich sterben. Am ersten Sommertag, wenn der Asphalt weich zu werden beginnt und der Geruch von Benzin durch das Dorf weht, treffen sich die alten Indios am Fuße des Berges. Sie beginnen, den Berg hinaufzusteigen. Unterwegs spielen sie Lieder auf ihren Flöten. Melodien aus uralten Zeiten. Am Gipfel des Berges vergraben sie ihre Instrumente. Zurückgekehrt ins Dorf sind sie wieder das, was sie sind. Tankwarte, Trödler, Tagelöhner, Gastwirte. Aber einmal im Jahr, am ersten Sommertag, da sind sie das, was sie immer waren. Indios, Freunde und Diener der Götter. Fleisch und Blut. Meine Hände werden die Eier aus den Haaren reißen. Mein Blut wird den Schnee überschwemmen. Es ist der Strom, der mich auf die Welt bringen wird. Er wird mich auslöschen, zerdrücken, lebendig machen. Vernehmen Sie das Urteil.